Hallihallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir gemeinsam so ein langärmeliges Kleid für den Herbst oder auch Winter. Und jetzt erkläre ich euch in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert. Als Schnittmuster nehme ich einmal ein Schnittmuster von dem langärmeligen Shirt her, was ich mir ganz einfach selbst erstellt habe. Wie genau ich das gemacht habe, das erkläre ich auch nochmal in meinem anderen Video, was ich euch bereits online gestellt habe. Den Link dazu setze ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Dieses Schnittmuster werde ich mir jetzt etwas umfunktionieren. Zuallererstes werde ich die Länge des Schnittmusters kürzen. Und zwar ab der Achsel werde ich mir 7 cm abmessen und das als neue Länge abschlagen. An dieser Markierung falte ich das Schnittmuster nach oben. Alternativ könnt ihr das auch abschneiden. Ich falte es lieber, sodass ich das Schnittmuster ein anderes Mal wieder verwenden kann. Diesen Schnitt kann ich jetzt auf den Stoff übertragen. Den Stoff schlage ich dazu doppelt ineinander mit der schönen Seite innen liegend und das halbe Schnittmuster wird dann darauf gelegt. Die Mitte des Schnittmusters sollte dabei genau an die zusammengefaltene Stelle treffen. Nun kann ich mir das Schnittmuster auf allen Seiten mit einem Zentimeter Nahtzugabe ausschneiden. Denselben Vorgang wiederhole ich dann auch für mein Rückenteil und ebenfalls für die beiden Ärmel. Einzig am Ärmel gebe ich bei der Länge 2 cm als Nahtzugabe hinzu, denn dort wird der Saum später doppelt eingelassen. Hier habe ich mir ein zusätzliches Stoffteil für den Rock zurechtgeschnitten und zwar für die Breite nehme ich wieder mein Schnittmuster her. Dafür verwende ich jetzt den unteren Teil des Schnittmusters und dazu gebe ich jetzt eine zusätzliche Länge von 10 cm. Zusätzlich brauche ich am unteren Rand wiederum 2 cm Spielraum für den Saum, den ich doppelt einlassen werde. Und auch am oberen Rand brauche ich 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, insgesamt nehme ich die Breite des Schnittmusters her und addiere dazu 13 cm insgesamt. So bekomme ich am Endergebnis eine zusätzliche Länge von 10 cm heraus. Für die Länge des Schnittmusters habe ich auch wieder mein Oberteil hergenommen und habe davon die Länge mal 3 multipliziert. Als nächsten Schritt lege ich das Vorderteil einmal auf das Rückenteil hinauf. Dabei sollte die schöne Seite jeweils innen aneinander liegen und nun kann ich die Seitennähte und die Schulternähte miteinander vernähen. Ich nähe jetzt an meiner Nähmaschine mit einem Fake Overlock Stich. Dieser Stich eignet sich sehr gut für elastische Stoffe. Auch den Ärmel schlage ich der Länge nach einmal zusammen, sodass die schöne Seite innen aneinander liegt und vernähe mir die beiden Stoffenden ebenso mit einem Fake Overlock Stich. Als nächstes vernähe ich den Saum der beiden Ärmel. Dazu schlage ich das Stoffende des Ärmels um 1 cm nach oben und bügele es mit dem Bügeleisen glatt. Anschließend klappe ich es ein zweites Mal um 1 cm nach oben, bügele es ein weiteres Mal glatt und dann kann ich mit der Nähmaschine am oberen Ende des Saumes mit einem elastischen Geradstich einmal rundherum nähen. Nun vernähe ich die Ärmel mit dem Hauptteil. Dabei sollten die Ärmel mit dem Motiv nach außen schauen und das Hauptteil mit dem Motiv nach innen. Als nächstes markiere ich mir am Ärmel die gegenüberliegende Mitte von der Naht, das heißt jene Stelle, wo die Wölbung am höchsten ist, und markiere mir diese Stelle mit einer Stecknadel. Der Ärmel wird dann in die Ärmelöffnung hineingesteckt und die markierte Stelle mit der Schulternaht des Hauptteiles abgesteckt. Die Naht des Ärmels wird dann mit der Seitennaht des Hauptteiles abgesteckt. Beim Nähen ist es dabei äußerst wichtig, dass die roten Stoffenden immer schön auf dieselbe Höhe treffen und nähe so mit einer Nahtzugabe von 1 cm rundherum.
Hier habe ich mir ein zusätzliches Stoffteil für den Kragen zurechtgeschnitten, und zwar mit einer Breite von 3 cm, und für die Länge habe ich einmal die Öffnung am Kragen bemessen und dieses Maß mal 0,9 gerechnet. Nun kann ich mir den Kragen der Breite nach einmal zusammenschlagen und die beiden Stoffenden mit einer Nahtzugabe von 1 cm miteinander vernähen. Das Stoffteil wird dann der Länge nach einmal zusammengefalten, sodass die Naht schön innen versteckt wird. Und nun setze ich mir zwei Markierungen. Eine Markierung bildet dabei die Naht selbst und die zweite Markierung sollte der Naht genau mittig gegenüber liegen. Das markiere ich mir wiederum mit einer Stecknadel. Auch am Hauptteil markiere ich mir die Mitte vorne und hinten. Dazu schlage ich mir den Pulli der Breite nach einmal zusammen und stecke mir den Kragen vorne und hinten mit Stecknadeln ab. Die Naht des Kragens wird dann mit der Markierung am Rückenteil abgesteckt. Dabei sollten die drei roten Stoffenden schön auf derselben Höhe liegen. Anschließend wird der Kragen über die Kragenöffnung darüber gestülpelt und die Markierung des Kragens mit der Markierung am Vorderteil abgesteckt. Beim Nähen wird dann der Kragen so weit gespannt, dass er dieselbe Länge erhält wie das Hauptteil und so kann ich einmal rundherum nähen. Auch hier verwende ich wieder eine Fake Overlock. Fertig. Hier seht ihr jetzt das Kleid nochmal im Endergebnis. Ich hoffe, bei euch hat es genauso gut geklappt wie bei mir. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like gebt. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!